Natürlich werden die Zahlen von Nvidia heute besser ausfallen als erwartet. Alles andere wäre eh eine Vollkatastrophe. Aber ist ja auch kein Wunder, denn wir sind in den späten Zügen einer KI-Blase, die wir am besten mit dem Goldrausch vergleichen. Goldrausch, damals alle euphorisiert. Hurra, wir werden reich, wir werden Gold suchen. Also mussten sie Equipment kaufen. Wer wurde reich damals im Goldrausch? Natürlich diejenigen, die das Equipment verkauft haben, während die allerwenigsten, die Gold gesucht haben, irgendwie etwas davon hatten. Und genau das wird bei der KI-Blase auch passieren. Irgendwann checken die Goldsucher, das lohnt sich nicht, das wird so nicht funktionieren. Also werden dann auch die Schaufelverkäufer ein Problem bekommen. Es wird eine Gold-KI-Depression geben, könnte man formulieren. Dann wird das Potenzial für KI unterschätzt. Dann ist es Zeit zu investieren, denn dann wird das Potenzial irgendwann wieder erkennbar und wir sehen dann rationalere Bewertungen an den Märkten, als es derzeit der Fall ist. Das wird das Muster sein. Wir sind jetzt schon im Spätstadium dieser Blase. Heute dann der Schaufelverkäufer, der wieder jubeln wird und sagen wird, naja, ganz, ganz große Nachfrage nach KI, ja, möglicherweise, aber langsam kapieren die Firmen eben, lohnt sich nicht. Warum sich das nicht lohnt, will ich Ihnen gleich zeigen. Wir starten mal mit den Aussagen zu Nvidia. Wir haben von Barron's die Aussage, ja, also das wird schon sehr, sehr wichtig für die Märkte, denn wir haben andere KI Repräsentanten wie AMD zum Beispiel, wie Palantir, wie Supermicrocomputer, die sind mit den Zahlen ziemlich unter Druck gekommen, die sie geliefert haben. Hier sehen wir rechts mal den Vergleich zwischen Nvidia und Cisco, damals in der Tech-Blase. Dan Niles, ein Tech-Euphoriker, sagt also, ich erwarte einen großen Beat bei den, also beim Umsatz, respektive auch eine deutliche Anhebung des Ausblickes von Nvidia. Allerdings ist halt schon sehr viel eingepreist, deswegen erwartet er nur eine moderat positive Reaktion. Also Nvidia muss schon extrem liefern, um überhaupt noch ein bisschen eine positive Reaktion rauszuholen. Gestern sehen wir den höchsten Schlusskurs von Nvidia bei $953. Ist das jetzt ein Top oder gelingt der Sprung über die Tausender-Marke? 8,5% bepreisen die Optionsmärkte jetzt die Bewegung heute nachbörslich. Die Zahlen kommen ja nachbörslich, wir werden bei Finanzbankwelt darüber berichten. Gestern haben wir Aussagen von Amazon auch gehabt, naja, wir warten mal auf den neuen Superchip. Also man stellt Bestellungen zurück, das ist ein kleines Problem für Nvidia, aber beileibe nicht das größte Problem, das Nvidia bekommen wird. Das größte Problem ist, dass diejenigen, die die Schaufeln kaufen, in der Hoffnung, das Gold zu finden, und das sind ja sehr reiche Leute in dem Fall, nämlich Meta, Google, Amazon, wie sie alle heißen, die wollen ja in diesem Rattenrennen um KI einfach und müssen investieren sehr viel, sagen sich, Mensch, wir müssen diesen Wettlauf gewinnen, sonst haben wir ein Riesenproblem. Aber jetzt kommen die auf den Trichter, wir könnten uns die Schaufeln ja selber basteln, das wäre doch viel effektiver. Warum? Erstens, weil man das Ganze dann viel mehr auf die eigenen Bedürfnisse hin designen kann, also für die eigenen Anwendungen, die man fährt und nicht so allgemein, naja, Nvidia macht halt einen Chip, der muss dann für alle herhalten, und man könnte auch vor allem einen Kostenfaktor in den Griff kriegen, nämlich Energie, und das wird das eigentliche Thema in dieser KI-Geschichte. However, dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, wie ein Twitter-Account hier schreibt, also die ganze globale Volkswirtschaft ist abhängig von einer Firma, denn Nvidia ist ja nicht nur der größte Beitrag, also nicht nur das Unternehmen, das am meisten beiträgt für Earnings Growth bei Tech-Unternehmen, also für den Gewinnwachstum bei Tech-Unternehmen. Wenn wir Nvidia mal rausnehmen würden, dann würde im Tech-Sektor im Vergleich zum Vorjahr zweistellig würden die Gewinne zurückgehen. Das heißt, Nvidia kaschiert, dass Tech insgesamt ein Problem hat, und Tech hat jetzt vor allem in letzter Zeit sehr, sehr viel investiert. Eine Meta, eine Google, eine Amazon, eine Microsoft. KI, 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 wir müssen Milliarden da reinpumpen.
Und das Problem ist nur, ja, was kommt denn da raus? Also man hat jetzt sehr viele Goldschaufeln gekauft, jetzt machen sich alle auf den Weg, Gold, 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 Gold. Und man findet so ein bisschen Goldstaub, ja, nicht schlecht, aber halt lange nicht das, was ich an Aufwand reingesteckt habe. Und so sagte Gary Marcus, alleine im letzten Jahr haben die Unternehmen 50 Milliarden Dollar ausgegeben für KI. Eingenommen mit KI haben sie 3 Milliarden, also weniger als ein Zehntel. Und er sagt, das Jahr 2024 wird das Jahr auf Disillusionment, also praktisch ein Jahr der Desillusionierung, das glaube ich auch. Vielleicht wird es erst 25 passieren, aber es wird unweigerlich passieren, dass also die Goldsucher sagen, ey, wir finden nicht genug Gold, wir können mit diesem Gold nicht genug Geld verdienen, mit KI nicht genug Geld verdienen. Vielleicht wird es einigen wenigen gelingen, die super Anwendungen haben. Die allermeisten werden letztendlich auf diesen Kosten, die sie hatten, sitzen bleiben und damit ein Problem bekommen. Das ist das, was mit der führende Kopf François Schulli, der selbst bei Google arbeitet, als einer der Pioniere in Sachen KI gilt, gesagt hat, die Investitionen sind viel zu hoch für den Ertrag. Das genau wird man dann checken, das genau wird man dann feststellen. Die Investitionen waren zu hoch in Relation zum Ertrag. Wir sehen schon bei den Tech-Unternehmen, dass die Erkenntnis reift, oh, die Investitionen sind zu hoch, deswegen wollen sie ja die Chips selber entwickeln, damit die Kosten nach unten bringen. Also man versucht jetzt erstmal an der Kostenschraube zu drehen, glaubt aber nach wie vor Gold zu verdienen, weswegen man ja unbedingt Schaufeln haben will, aber vielleicht irgendwann nicht mehr von Nvidia, sondern in Eigenproduktion. Aber man glaubt noch an den Goldmythos, aber auch dieser Goldmythos wird dann erstmal vorbeigehen und dann wird das kommen, was ich vorhin gesagt hatte. Du kommst in einen Höhepunkt der Blase, dann geht es immer weiter bergab und dann ist die totale Depression in Sachen KI wird kommen und alle werden sagen, ach KI, lass mich doch damit in Ruhe. Und dann wird es wirklich interessant, dann bekommt man nochmal die Chance, interessante Investments zu tätigen. Wir werden nicht mehr dieses High sehen, das wir gesehen haben, aber wir werden dann wieder eine Erholung sehen. Hier diese Grafik bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Und wer wird der große Gewinner in nächster Zeit sein? Wir haben jetzt sozusagen die Schaufelblase. Wir haben, oh, die Schaufeln, ich brauche Schaufeln, Goldschaufeln, ich muss KI schürfen, gewisserweise. Profiteur ist der Nvidia. Der nächste Profiteur oder die nächsten Profiteure werden nicht die Schaufelverkäufer sein, also die Chiphersteller, sondern die Stromlieferanten, denn die ganzen Tech-Konzerne brauchen Datacenters, haben Datacenter errichtet, aber das Ganze ist so immens stromintensiv. Wir sehen eine Anfrage bei ChatGPT, hat in etwa den zehnfachen Stromaufwand wie bei Google Search, also bei einer normalen Google-Anfrage. Das heißt, diese Trainingsgeschichten, die hier mit diesen Chips dann laufen, die sind immens aufwendig, die sind immens energieintensiv. Also wird der nächste Hype, der schon begonnen hat, eben die Stromlieferanten sein. Also Utilities, Versorger, die in den USA schon richtig angesprungen sind. BlackRock, by the way, hat gesagt, also der BlackRock-CEO, wir haben gar nicht genug Strom, um sozusagen diese Datacenter wirklich zu versorgen. Das zeigt, was hier der Fall ist. Jetzt kommen wir zu dem, was an den Märkten der Fall ist, meine Damen und Herren. Sie sehen, wir springen ganz elegant von einem Thema zum anderen Thema. Und dieses Thema ist das Volumen, das ich gestern schon angesprochen habe. Es ist unfassbar, wie wenig derzeit los ist. Wir haben gestern weniger als 30 Millionen SPY-Kontrakte gehandelt. Das ist das geringste Volumen seit dem 17. Oktober 2017 an einem vollen Handelstag. Das geringste Volumen seit fast 7 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Was ist da los? Große Frage. Wir sehen, dass wir jetzt ein Volumen haben, jetzt in letzter Zeit, das geringer ist als um Weihnachten rum und in der Woche Thanksgiving, wo ja praktisch der Donnerstag immer frei ist, der Freitag noch so ein halber, uninspirierter Handelstag, also wo du im Prinzip nur eine gute halbe Woche hast. Das wird jetzt wahrscheinlich sogar noch unterboten. Es ist unglaublich. Gleichzeitig die Volatilität auf einem neuen Tief. Wir sehen den WIX mit 11,86 auf dem tiefsten Schlusskursniveau seit dem 27. November 2019. Wir sehen, dass das Verhältnis zwischen S&P 500 und dem WIX auf einem Extrem ist.
wie wir es noch nie gesehen haben. Also es gibt keinerlei Angst in diesem Markt. Was soll denn schon passieren? Und das haben wir gestern bei Tesla gesehen, die über 6% gestiegen sind, weil man im Jahr 2026 irgendwie mit den Cybertrucks, Semitrucks, wollen wir was machen. Jetzt müssen wir vielleicht bei dem Jahr 2026er 3 machen. Dann dauert es halt noch einmal 1000 Jahre, aber das rechtfertigt auf jeden Fall mal einen Kurssprung beim Löhne und seinen Super Teslas, die ja so unfassbar erfolgreich sind, dass der Mann praktisch weitgehend die Belegschaft entlassen muss, weil die Nachfrage so stark ist nach Tesla, gell? Und das wird jetzt einmal mehr deutlich durch das, was heute Panasonic, die ein wichtiger Hersteller dieser Autobatterien sind, die sagen, Profit Warning, wir sehen in einigen Bereichen Demand for Batteries ist praktisch a huge drop, also einen riesigen Fall der Nachfrage bei diesen Batterien. Ja, wie kommt jetzt das? Und dann haben wir das noch, das wollte ich als Artikel dann empfehlen. Wir haben heute Zahlen aus Europa für Tesla bekommen. Man verliert Marktanteile und zwar sehr, sehr deutlich. Hauptsache, gell, die machen einen Semitruck im Jahr 3026, das reicht. Das typische Muster zwischen Realität und Hoffnungsschaffung, Illusion, auch das ist so ein bisschen mit diesem Goldrausch vergleichbar, mit diesem KI-Rausch, den wir sehen. Wer hier auf Fossile fokussiert ist, wie der Joe, der will ja die Wahlen gewinnen, gell, und jetzt ist ja am 4. Juli Unabhängigkeitstag und da ist die Driving Season, wie man sagt, in den USA auf ihrem Höhepunkt. Also will man Spritpreise nach unten kriegen, also hat der gute Joe erst einmal eine Million Barrel aus den Reserven freigegeben. Die kommen jetzt also auf den Markt. Das drückt dann normalerweise die Preise, weil eben das Angebot größer wird. Bisher allerdings sehen wir, dass die Transportwerte überhaupt nicht mitkommen bei dieser Rallye. Hier haben wir mal den Dow Transports im Vergleich zum Nasdaq. Das ist natürlich ein extremer Vergleich, aber wir sehen, das ging trotzdem relativ lange einigermaßen parallel. Jetzt sehen wir, Nasdaq steigt weiter, Dow Jones Transports weit entfernte von den Allzeithochs. Hier mal den Vergleich zwischen Dow Jones und Dow Jones Transports. Der Dow Jones 15%, wenn ich das mit meinen alten Augen richtig erkenne, besser jetzt als der Dow Jones Transports gemessen ab Sommer 2016. Also wir sehen, die Transportwerte kommen irgendwie nicht mit. Und das gab es in dieser Krassheit, in dieser Differenz zweimal bisher, wie dieser Twitter-Account zeigt. Und zwar in der Dotcom-Blase, also vor deren Platzen. Oh, welche Blase? Haben wir jetzt etwa KI-Blase? Na, das ist doch alles gerechtfertigt, meine Damen und Herren. Das ist ein super Verhältnis. 3 Milliarden Einnahmen, 50 Milliarden Ausgaben. Gell? Wenn wir das auf 2 Jahre rechnen, haben wir 100 Milliarden Ausgaben und fast so an die 10 Milliarden Einnahmen. Ja, wenn das nicht ein tolles Verhältnis ist, meine Damen und Herren, das kann ich jahrelang so beibehalten. Gell? Hauptsache KI und so. Das ist ja gar keine Frage. Jedenfalls haben wir das kurz vor Platzen der Dotcom-Blase gehabt und im Februar 2020, was war im Februar 2020? Nur kurz danach kam die Corona und dann war es ein bisschen unschön für die Märkte. Wir sehen auch von der Fed wenig Begeisterung für eine Zinssenkung. Waller hatte ich gestern schon hier ins Feld geführt, der gesagt hat, wir brauchen mehrere Monate niedriger Inflation. Mehrere heißt, several heißt mindestens 3 eigentlich. Das heißt, aller frühestens könnten dann im September die Zinsen sinken. Wir sehen dann jemand wie Goolsbee komplett auf der dovischen Seite der Fed. Der sagt, wir müssen Geduld haben in Sachen Inflation und Mester, die sagt, wir brauchen schon noch einige Monate, wenn wir überhaupt die Zinsen senken, brauchen wir da niedrigere Inflation. Hier sehen wir übrigens die Purchasing Power des Konsumenten in den USA ist seit 1995 um die Hälfte geringer geworden, minus 50%, die Aktienmärkte dagegen fast 700% gewonnen. Wenn Sie da eine Blase erkennen, meine Damen und Herren, dann sind Sie vielleicht auf 2 Augen blind und gleichzeitig wird dieses Wachstum, was derzeit in der Wirtschaft ist, in der USA erkauft eben durch die Schulden. Wir sehen jetzt, dass Net Interest Payments
mehr sind als Ausgaben für Gesundheit. Nur Social Security ist noch praktisch mehr. Und das Interessante ist, dass die Zinsbelastung für den US-Staat jetzt größer ist als die gesamten summierten Gap-Gewinne aller S&P 500-Unternehmen. Das heißt, der US-Staat muss mehr Zinsen zahlen, als die US-Firmen verdienen, könnte man jetzt ein bisschen vereinfacht sagen. Das ist auch interessant, wenn Sie mich fragen. Und wenn wir jetzt nach Europa kommen, dann haben wir natürlich Uschi, diejenige, die sozusagen, wie soll man sagen, unsere Atombombe ist ja unser Totschlagargument, könnte man sagen. Die Uschi, die will jetzt gemeinsame Schulden in der EU machen. Das war nur eine Frage der Zeit. Natürlich wollen die Südländer noch versuchen, bevor die rot-grüne Koalition mit dem Anhang der FDP dann noch am Ruder ist, diese Vergemeinschaftung von Schulden zu erreichen. Logisch, Christian Lindner sagt, finde ich nicht so gut, aber er selber hat sich da auch nicht immer konsistent verhalten. Dass die CDU hier die Uschi aufstellt, ist ein Armutszeugnis eigentlich. Vorher hat sie ja diesen Green Deal propagiert, davon ist jetzt momentan nicht die Rede, weil Merz ja gesagt hat, lass mal stecken, aber diese Frau ist so unglaubwürdig, dass es schon wirklich wehtut. Und die Uschi will ja auch, wie andere, Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge. Biden hat ja 100% jetzt mal vorgelegt mit 100% Zoll und jetzt wohl die Retourkutsche durch die Chinesen. Ja, 25% Zoll auf hubraumstarke Autos aus der EU und den USA. Und also größere Wagen, das betrifft dann 32% der importierten Autos für BMW und solche. Natürlich ein Riesenproblem, wer davon betroffen ist, meine Damen und Herren, erfahren Sie in diesem Artikel, den ich Ihnen als erste Empfehlung geben möchte, eben wer ist jetzt von dieser Eskalation, kann man sagen, im Handelsstreit betroffen. Erste Empfehlung gerne weiterempfehlen über Social Media. Die zweite, das hatte ich vorhin gesagt, der Tesla-Absatz in Europa sinkt. Und das, obwohl der gesamte Elektroautoabsatz in Europa sogar prozentual nochmal gestiegen ist, sieht allerdings nicht so aus, als würde dieser Anstieg weitergehen, sondern das dürfte jetzt erstmal der Hochpunkt gewesen sein. Aber Tesla verliert immer mehr den Anschluss oder sozusagen seine Dominanz in diesem Bereich. Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung, nochmal zu Nvidia, kurz vor Quartalszahlen. Wie ist die Lage? Da hat man ja eine Kooperation mit Dell geschlossen und hofft, da richtig nochmal zu pushen. Also die Schaufelverkäufer suchen sich Koalitionspartner, könnte man sagen. Diese drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.